16:08:29, es ist 1 Uhr nachts und ich kann mal wieder nicht schlafen. Dieses Video ist eigentlich besonders, weil ich mit einem Nachbarn sprechen wollte, aber tagsüber habe ich immer so viel tausend andere Dinge zu tun. Und außerdem das Problem mit Blutzuckerdiabetes. Meine Kraft ist oft sehr begrenzt. Außerdem tue ich sowieso viel lieber Videos produzieren und Videos anhören, anstatt direkte Konversation. Du wunderst dich vielleicht, warum meine Stimme tiefer ist. Vor 2 Monaten habe ich mit Testosteron angefangen. Warum der Grund im Video Nummer 162 in Deutsch? Den Link werde ich kleben unten. Und noch ein zweiter Videokomödie. Kurze Erklärung. Die zwei Videos klebe ich unten in die Beschreibung. Das Testosteron hat verschiedene Wirkungen. Vor allem, was ich erklären will, ist, dass das Thema Libido sehr gesteigert ist. Und deswegen kann ich dann oft, habe ich sehr viel Probleme einzuschlafen. Und nur dann die letzten Stunden morgens könnte ich wirklich gut schlafen. Aber der Untermieter hat die Angewohnheit, die Tür zu batschen. Und ich falle dann immer fast aus dem Bett. Das habe ich schon meiner Mutter gesagt. Und sie sagt, ah, ich darf mich nicht beschweren. Na toll. Ich explodiere bald, sorry. Vielleicht sollte ich abends, wenn der schlafen muss, die Musik lauter machen. Das ist, wenn ich wach bin und nicht schlafen kann. So, jetzt habe ich meinem Herzen erstmal Luft gemacht. Und jetzt. Für mich ist das eine wirklich neue Situation. Vorher hatte ich das Thema Libido fast unter dem Keller. Und jetzt habe ich extrem große Probleme einzuschlafen, weil okay, um klar zu gehen, mit Thema Libido ist Sex Drive gemeint. Außerdem habe ich gerade mich gewogen. Ich bin scheinbar 5 Kilo schwerer, aber eigentlich hauptsächlich an den Schultern und Armen ist eigentlich, denke ich, hauptsächlich nur Muskeln habe ich zugenommen. Und mein Hals ist auch breiter geworden. Aber scheinbar geht alles in den Körper und im Blutzucker. Morgens bin ich oft total müde, weil ich dann oft immer schlecht schlaf. Und morgens habe ich oft wenig Appetit. Und kann dann oft nicht vermeiden. Kaffee steigt der Blutzucker und dann plötzlich fall ich dann wieder in das Loch rein, in Blutzucker, Kreislauf. Schon gesagt, ja, ich fühle mich wie Ferrari ohne Benzin.
Ich sehe vielleicht stärker aus, aber im Moment fühle ich mich ziemlich. Nur nachts kann ich dann oft nicht schlafen und manchmal versuche ich Siesta und da kommt dann der Untermieter dann auch wieder, gerade wenn ich Siesta machen will, vielleicht dann kommt er auch und dann, okay, nicht immer, aber die Tür, da falle ich dann oft wieder aus dem Bett. Ansonsten psychisch fühle ich mich wirklich besser und das Thema Libido ist über den Tag schön und lustig, nur wenn ich dann versuche zu schlafen, dann. Das Thema, wenn ich anfange, Masturbation, ist oft auch frustrierend, wenn man nicht zum Orgasmus kommt. So, jetzt habe ich mal kräftig meine Meinung gesagt. TMI, too much information. Noch ein Effekt von Testosteron, dass der Klitoris sehr anwächst, größer wird. Was wollte ich dich noch fragen? Sprichst du Englisch oder Spanisch? Weil ich grundsätzlich fast nur Videos in Englisch und Spanisch mache. Okay, ausnahmsweise, wie jetzt zum Beispiel, weil ich mit dir sprechen wollte, mache ich auch mal einen deutschen Video. Okay, mit dir sprechen ist vielleicht übertrieben. Ich bin gewöhnt, mit mir selbst zu sprechen, diese Art von Videos zu produzieren. Und wenn du zuhörst, okay, schön und gut, freue ich mich natürlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich diese Art von Videos produziere, mir praktisch wie eine Psychotherapie ist. Auch schon bevor ich mit Tee angefangen habe, habe ich meine eigene Psychoanalyse gemacht. Selbstgespräche führen. So, wenn du mit mir sprechen willst, du hast mein WhatsApp und auch Twitter, YouTube, Kontakt. Aber bitte klopfe nicht bei mir, sonst falle ich schon wieder aus dem Bett. Und sorry, aber ich tue auch die Klingel öfters abstellen, wenn ich schlafen will.